In vielen Ländern dieser Welt besteht Gemeinde aus Hausgemeinden, kleine Gruppen, und da gibt es meistens keinen Prediger. Und ich höre, auch in Deutschland fehlen immer mehr Prediger, und deswegen möchten wir mal vorführen, wie man die Bibel erschließen kann durch Fragen ohne Prediger. Wir, das sind also Günther Beck, ich bin noch Missionsleiter oder missionarischer Wiederholungstäter in Vorbereitung. Und Sandra, was magst du? Ich bin mit meinem Mann in Peru und ich leite dort in Lima ein Gästehaus. Ich bin Monika Mensch und ich bin Mitarbeiterin hier auf dem Buchenauer Hof. Mein Name ist Sebastian Braun und mit meiner Frau und meinen beiden Kindern sind wir im Plattenbau in Schwerin und machen Gemeindegründung unter Atheisten. Vielen Dank, dass ihr das mitmacht, und gesungen haben wir schon, und wir beten doch zuerst, bevor wir die Bibel aufschlagen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart hier heute Morgen unter uns. Ich danke dir dafür, dass du immer wieder neue Dinge, Sachen für uns bereithältst und wir Neues von dir erfahren dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren heute Morgen öffnest, dass dieses Neue, was du uns vielleicht erzählen willst, auch dort ankommt, wo es hingehört. Amen. Amen. Schlagen wir doch auf Markus 8, Vers 22 bis 26. Sie dürfen gerne mitlesen. Wir lesen in verteilten Rollen. Also wir brauchen einen Erzähler. Das mache ich. Einen, der Jesus spricht. Mache ich. Und einen, der den Blinden spricht. Das bin ich. Markus 8, die Verse 22 bis 26 lese ich. Sie kamen nach Bethsaida. Da brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: Siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte: Ich sehe Menschen, denn ich sehe etwas, das wie Bäume aussieht und umhergeht. Da legte er ihm nochmals die Hände auf die Augen. Nun sah der Mann deutlich. Er war wiederhergestellt und konnte alles ganz genau sehen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte: Geh aber nicht in das Dorf hinein. Vielen Dank. Die Methode haben nicht wir erfunden, die ist schon ziemlich alt. Sie heißt Eva. Entdecken, verstehen, anwenden. Häufig sind wir versucht, wenn wir die Bibel lesen, so die Losung beim Kaffee trinken, ja, dann sagen wir sofort: Herr, was willst du mir damit sagen? Du hast genau 30 Sekunden Zeit. Das ist nicht gut. Es ist besser, wenn wir erstmal genau hinschauen und fragen, was steht denn da? Auf dieser ersten Frage entdecken, da geht es darum, Fragen zu stellen, die man stellen würde, wollte man einen Film drehen von der Szene. Welche Kulissen brauche ich, welche Menschen, wie sind sie gekleidet, wer ist da, wer macht was und so weiter. Sammeln wir doch erstmal Fragen, so auf dieser ersten Ebene entdecken. Welche Fragen könnten wir stellen? Welche Personen tauchen hier im Text auf? Wo liegt Bethsaida? Oder was ist überhaupt vorher passiert? Was wissen wir sonst noch von Bethsaida? Genau, wer waren denn dann die Menschen genau, zum Beispiel die den Blinden zu Jesus gebracht hatten? Ja, Blindheit in der Kultur damals. Wurde dieser Mensch blind geboren? Und was macht er überhaupt dann? Ja, das sind schon mal sehr gute Fragen. Schauen wir uns doch mal Bethsaida an. Was wissen wir von Bethsaida? Genau, also Bethsaida ist eine Stadt, die liegt am Nordostufer vom See Genezareth. Und tatsächlich ist Bethsaida, wo einige Leute aus der Bibel herkommen. Zum Beispiel Bartimäus lesen wir, kommt daher, aber auch Andreas und Petrus kommen daher. Also Bartimäus wahrscheinlich nicht.
Nein, ich meinte Philippus, Entschuldigung. Du musst dich nicht entschuldigen. Das darf passieren, wenn man live die Bibel erlebt, dann kann man Dinge entdecken, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Wir lesen auch im Matthäus-Evangelium, dass Bethsaida eine der Städte war, wo Jesus ganz besonders viele Wunder getan hatte, dass die Leute sich aber nicht zu Jesus gekehrt hatten, dass sie keine Buße getan hat. Und Jesus verflucht dann praktisch diese Stadt und sagt, wehe, wehe, Bethsaida. Ja, kannst du diesen Vers lesen vielleicht? Das ist doch interessant. Ich kann ihn kurz lesen. Er steht in Matthäus 11, Vers 21. Da sagt Jesus, weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Okay, ein Weheruf über Bethsaida. Und da kommt der Blinde her. Also wer sind denn diese Menschen? Na, da lesen wir gar nichts Besonderes von ihnen. Also es waren eben Menschen, die den Blinden zu Jesus gebracht hatten. Vermutlich waren es Freunde oder aus der Familie. Was wollten die? Wissen wir das? Also im Text steht ja erstmal nur, dass sie möchten, dass Jesus ihn anrührt, dass er ihn berührt. Ja, wahrscheinlich wollen sie. Und sie? Ja. Und was passiert dann? Ja, und dann bringen sie ihn zu Jesus direkt, sodass Jesus ihn sehen und auch anrühren kann, also berühren kann. Und was macht er? Jesus, macht er das? Also Jesus nimmt ihn erstmal bei der Hand und führt ihn aus dem Dorf raus. Genau. Dann ist die Frage, warum führt Jesus ihn überhaupt aus dem Dorf hinaus? Was steckt dahinter? Können wir uns die Warum-Fragen noch aufheben auf die Verstehensebene? Also so beim Beobachten fragen wir erstmal was, wer, wann, wie. Aber warum heißt immer, ich möchte wissen, ich möchte es verstehen. Also wie geht es dann weiter? Jesus führt ihn aus dem Dorf hinaus, an der Hand. Und dann? Dann legt er ihm die Hände auf und fragt ihn, siehst du etwas? Wohin legt er ihm die Hände? Auf den Kopf, auf die Schulter? Auf die Augen. Auf die Augen. Woher weißt du das? Na, hinterher, nachdem der Blinde nicht gleich richtig sieht oder noch verzerrt sieht, da heißt es in Vers 25, da legt er ihm nochmals die Hände auf die Augen. Nochmals? Ja. Gut, darum geht's, genau hinschauen. Also auch beim ersten Mal legt er ihm die Hände auf die Augen. Ja. Und man sieht auch, dass er nicht nur die Hände aufgelegt hat, sondern auch noch mit Spucke was gemacht hat. Ja, Spucke kommt auch sonst vor in der Bibel. Halt, nein, das ist die nächste Ebene, verstehen Sie? Gut, also gut, er legt ihm die Hände auf und dann? Und dann kann er schon mal ein bisschen was sehen. Ah, noch nicht. Noch nicht. Was passiert dann? Na, er fragt ihn, siehst du etwas? Das ist wichtig, Jesus stellt Fragen. Ich meine, er wusste doch sicher, was er gerade getan hatte, oder? Aber er fragt ihn, siehst du etwas? Und dann hat es funktioniert, oder? Naja, so ein bisschen halbherzig macht es den Eindruck. Also er konnte was sehen, aber nur ein paar Menschen, die aussehen wie Bäume. Ja, also dann bessert Jesus nochmal nach, oder? Aber der Blinde, der fragt nicht nochmal, kannst du mich nochmal heilen? Jesus legt die Hände einfach nochmal auf. Ja, das stimmt. Da kommen wir vielleicht drauf. Vielleicht liegt es daran, wie er das sagte. Aber dann später. Und dann? Ja, nachdem er ihm nochmal die Hände aufgelegt hat, dann konnte er ganz offensichtlich alles richtig gut sehen. Und Jesus schickt ihn dann nach Hause mit dem Befehl, also nicht in das Dorf zurückzukehren. Super, genau. Kommen wir also zur nächsten Ebene. Jetzt haben wir da zusammengetragen, was wir alles wissen können. Und jetzt wollen wir es doch verstehen. Also da geht es auch darum, zu überlegen, was sagt die Bibel sonst noch zu diesen Themen? Sebastian, du hattest schon den Bartimäus angeführt. Es gibt doch noch andere Blinde und Blindenheilungen. Genau, es gibt auch noch eine Blindenheilung in Johannes 9, wo auch ein blind geboren, da steht es direkt drin, wo dann Jesus einen Brei aus Speichel macht und es ihm dann auch auf die
Augen schmiert und er ist dann auch geheilt. Das lesen wir in Johannes 9. Das ist auch wieder Spucke, ne? Das hat irgendwas mit Jesus zu tun und diese Spucke. Und was ich da an der Geschichte wirklich bemerkenswert fand, das war, dass dieser Blindgeborene ja gar nicht darum gebeten hat, geheilt zu werden, sondern Jesus kam mit seinen Jüngern dort vorbei und sie haben sich drüber unterhalten und die Jünger haben Jesus gefragt, wer hat denn nun gesündigt, der Blinde oder seine Eltern? Und dann heilt Jesus ihn genau. einfach. Genau, beim Bartimäus war es anders. Genau, also da, das war ja wirklich ganz anders. Bartimäus hat zu Jesus geschrien und hat ihm gesagt, Sohn Davids, bitte heile mich. Mhm. Und da sagt Jesus dann, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Also ohne ihm irgendwas, irgendwie Speichel oder Matsch auf die Augen zu schmieren. Also es gibt da alles. Ne? Jetzt ist die Frage, also der in Johannes und Bartimäus, die waren blind geboren. War unser Blinder blind geboren oder wurde er erst später blind? Also man könnte hier auch das so verstehen, weil er sagt, die Leute, die ich jetzt sehe, sehen aus wie Bäume. Also er wusste schon, wie Bäume auszusehen haben. Also konnte er wahrscheinlich früher mal sehen. Ja, okay, gute Beobachtung. Und ich denke auch, so wie er das gesagt hat, so ich sehe Menschen, die wie Bäume umhergehen oder Bäume, die wie Menschen umhergehen, dass er da schon ein bisschen enttäuscht erstmal war. Einfach weil er, wenn er vorher sehen konnte, dann weiß er auch, dass es noch nicht wieder so ist, wie es eigentlich sein könnte. Also da war noch Luft nach oben. Ja, und da wollte er dann... Wie denkst du, wie würde der Blinde, wir haben ja hier keine Betonung in der Bibel, wie hätte er das gesagt? Also ich sehe Menschen, hat er gesagt. Ich sehe Menschen! Oder hat er gesagt, ich sehe Menschen, aber naja. Ja. Was denkst du? So, die zweite Version, eindeutig. Also so wirklich, oh Jesus, ich weiß, du kannst es eigentlich besser. Also ich sehe noch nicht so scharf, wie ich wirklich sehen könnte. Meint ihr das auch? Ich denke auch. Also ich glaube auch, dass er eher ein bisschen traurig war, dass er noch nicht komplett sehen konnte. Also ich stelle mir vor, dass da auch so ganz Fromme dabei waren, die ihm dann sagten, jetzt sei doch mal dankbar für das, was du hast. Ne? Mhm. Also immerhin siehst du doch was. Ja. Was hätte er da gesagt? Also wir wissen ja gar nicht, ob er nicht dankbar war. Also wahrscheinlich war er tatsächlich dankbar für das, was da schon war, aber er weiß eben, Gott kann noch mehr und wollte sich eben nicht mit diesen halben Sachen zufrieden geben. Ja, aber Genügsamkeit ist doch eine christliche Tugend, oder? Aber er wusste auch, er kannte ja auch den Messias, also er hatte auch eine eigene Vorstellung vom Messias gehabt und er wusste auch, wenn Jesus jetzt wirklich der Messias war, dann macht er nicht nur halbe Sachen, sondern dann macht er ihn richtig gesund. Okay, vielen Dank. Also wir kommen der Sache schon näher. Jetzt, es gibt doch auch viele Blinde, nicht alle Blinde wollen geheilt werden. Sebastian, du hast mir da mal eine ulkige Geschichte erzählt. Ja, bei uns im Patchwork Center haben wir auch einige Blinde. Ich habe eine Frau mal eingeladen, weil ich das Essen verteilt habe und habe gesagt, hey, komm doch mal zu uns ins Patchwork Center und du kannst einfach bei uns bleiben, ein bisschen Gemeinschaft haben. Dann kam sie regelmäßig und ich glaube einfach, dass Jesus wirklich der gleiche ist gestern, heute und morgen. Und ich glaube auch, dass er heute noch Wunder machen kann, auch heute noch Menschen heilen kann. Und dann habe ich diese Frau gefragt, ob wir für sie beten können, auch mit dem Hintergedanken für Heilung zu beten. Und dann sind wir ins Büro gegangen und dann fragten wir sie nochmal, für was sollen wir denn jetzt für dich beten, ganz konkret? Und sie sagte, ja, betet mal nicht für Heilung, weil wenn ich jetzt sehen könnte, dann sehe ich vielleicht meinen Freund und dann will ich den vielleicht gar nicht mehr. Und dann haben wir nur für die Arbeit gebetet und es war dann auch in Ordnung. Also manchmal muss man auch erstmal nachfragen, obwohl das Gebetsanliegen so offensichtlich ist. Ja, wunderbar. Also für die Partner, ne, wenn man nicht gut aussieht, ich lasse meine Frau schon lange nicht mehr zum Augenarzt gehen. Ne? Ja, also Spaß beiseite. Was hat es denn mit dem Dorf, mit Bethsaida auf sich? Das ist doch auffallend. Erst will Jesus ihn, führt ihn raus und dann lässt er ihn nicht zurückgehen ins Dorf. Was denkt ihr, warum könnte das sein? Also ich sehe das auch so mit dem Weheruf verbunden. Jesus hat in der Region auch schon Wunder getan. Er hatte auch schon gewirkt. Aber die Leute aus der Region wollten einfach
sich nicht umkehren, wollten nicht umkehren. Und ja, deswegen war das auch ein Grund, warum er auch dann zu diesem Blinden gesagt hat, dass er nur nach Hause gehen soll und nicht öffentlich dann nochmal erzählen, ja, Gott hat, Jesus hat mich geheilt. Und trotzdem zieht Jesus sich nicht völlig zurück und sagt, gut, mit Bethsaida will ich nichts mehr zu tun haben. Er sieht trotz allem den Einzelnen und heilt diesen Blinden. Ja, aber irgendwie finde ich das schon erschreckend. Er sagt, Bethsaida habe ich jetzt für mich abgeschrieben. Ne? Also da muss man doch wohl aufpassen, wenn Jesus Wunder tut, dass man irgendwann auch reagiert. Aber eben, es gibt diesen Blinden, der hat wohl geglaubt und er konnte dann nach Hause gehen, ohne ins Dorf zurückzugehen. Das war genug für das Dorf. Ich würde gerne noch doch zur Anwendungsebene gehen. Also normalerweise in einem Bibelkreis hätten Sie mehr Zeit, aber wir haben hier nur 20 Minuten, deswegen machen wir das ein bisschen schneller. Die Anwendungsebene, da bin ich eigentlich alleine mit Gott. Da frage ich ihn, was willst du von mir? Was bedeutet das für mich? Die Entdeckerebene, da kriegen wir die Antworten von dem Bibellexikon oder dem Bibelatlas. Bei der Verstehensebene vielleicht von Kommentaren. Aber bei der Anwendungsebene, da wird es sehr persönlich, da kann mir niemand helfen, außer meinen Geschwistern. Welche Anwendungsfragen könnten wir stellen? Also die Anwendungsfrage zum Beispiel könnte ich jetzt mir auch stellen, was heißt es für meinen persönlichen Glauben? Also wenn ich ein Gebetsanliegen habe und es wird vielleicht nicht so beantwortet, wie ich es jetzt gerne hätte, heißt es dann auch aufzugeben zu beten und heißt es trotzdem dran zu bleiben und noch weiter zu beten, dass Gott auch noch in mir, in meinem Leben auch handeln kann? Oder auch grundsätzlich diese Frage, wie konkret muss ich denn eigentlich beten? Also diese Freunde des Blinden, die baten Jesus nur, dass er ihn anrührt. Diese Freunde, da überlege ich mir, bin ich einer von diesen Freunden? Kenne ich jemanden, den ich auch zu Jesus führen sollte? Und meine Frage ist auch, wie viel Glaube brauche ich, um damit mein Gebet erhört wird? Mich würde noch interessieren, gibt es auch sonst noch Hinweise in der Bibel, dass es solche Entwicklungsstufen gibt, dass Jesus also nicht immer sofort heilt, sondern dass es Prozesse gibt? Gibt es in meinem Leben Beispiele, wo ich so eine halbe Gebetserhörung habe und wo ich nochmal nachlegen sollte? Fangen wir doch bei der letzten Frage an. Monika, bei deiner Frage, wo in der Bibel gibt es andere Entwicklungsprozesse? Gut, da lesen wir einerseits von Paulus, der dann sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, sondern ich laufe auf das Ziel zu. Oder mir fällt auch Philipper 1 noch ein, das heißt, denn ich bin darin in guter Zuversicht, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Also geben wir uns nicht mit dem Anfang zufrieden, sondern machen weiter. Also ich glaube auch, dass der Glaubensprozess ist ja auch ein Lebensprozess. Und ich glaube, wie es auch Paulus jetzt in 1. Korinther 9, 24 auch sagt, mit dem Marathon vergleicht, das Leben mit Jesus ist nicht immer so einfach. Und ich glaube, das bedeutet auch, dass wir dranbleiben im Glauben, auch wenn es Momente gibt, die nicht so einfach sind. Oder wenn Situationen kommen, die uns echt herausfordern. Gott ist aber immer bei uns und das darf uns doch ermutigen. Ich überlege mir auch, ob ich mich abgefunden habe, damit dass es so viele Menschen gibt, die noch nie was von Jesus gehört haben, auch in meiner Nachbarschaft. Oder ob ich doch Jesus bitten sollte, nochmal was in mir zu tun. Also auch ich glaube auch nicht immer nur durch Worte, sondern auch durch Worte und Taten dürfen wir den Leuten zeigen, dass es einen Gott gibt, der uns lieb hat. Und ich glaube, es ist so relevant geworden, dass wir immer mehr auch in unserem Alltag auch erkennen dürfen, dass es wirklich Gott ist, der uns lieb hat und dass ein Leben ohne Gott eigentlich eine Katastrophe ist. Also ein Mensch, der stirbt ohne Jesus, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Und ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, wo wir in unserem Alltag ganz einfach zu einer Tasse Kaffee einladen können und sie für Jesus gewinnen dürfen. Ich möchte Ihnen allen eine Bonusfrage mitgeben, die Sie in der Mittagspause irgendjemandem stellen können.
Das sagen Sie einfach zu jemandem, am besten, den Sie nicht kennen. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und dann stellen Sie diese Frage: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer jetzigen geistlichen Sehschärfe? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer derzeitigen geistlichen Sehschärfe? Und ich bete darum, dass viele von uns hier unzufriedener weggehen, als sie hergekommen sind. Vielen Dank.